Heimspiel und was ein dickes, möchte man sagen. Man City gegen Man United. Und Scott Beanie pfeift, habe ich noch nie gehört den Namen, aber naja, wenn er meint. Soll nicht mein Problem sein, denn ich ziehe einfach durch. Zumindest versuche ich das. Die Blues gegen die Reds. Ich glaube, es wird sich freuen und die Tabelle sagt gar nichts, okay. Ist noch zu früh, die kommt erst später in der Saison. Aber kein Problem. Ich glaube, was die Tabelle sagt, ist ziemlich klar. Man City ist oben. Man U ist auch da irgendwo. Bestimmt. Ganz bestimmt. Doumbia. Was macht denn der Junge hier? Doumbia. Sehr, sehr scharfe Flanke. Kann sich manchmal auszahlen. Natürlich immer ein gefährliches Mittel. Doumbia. Etwas weit hinter. David Silva. Oh, Junge. Das wäre es ja gewesen. Das wäre es gewesen. Fernandinho. Also, ja, die Blauen, die Blues. Na, die Blues ist ja eigentlich Chelsea. Also, City präsenter am Anfang. Mit mehr Druck. Haben die ersten 5 Minuten gezeigt, wo sie hinwollen heute. Manu wurde ziemlich in die Enge gedrängt bisher. Ja, muss man nicht pfeifen. Kann man den Vorteil laufen lassen. Ah, nee, noch nicht. Glück gehabt. Eigentlich wäre der schon lange abgelaufen, aber das Spiel war halt mal nett ausnahmsweise. Ist doch auch schön. Jesus Navas kann ihn nicht retten. Schade. Passiert, weitermachen. Kein Problem. Doumbia. Oh, ich glaube, das war sein Fehler. Das darf nichts passieren. Rooney. Das Ausnahmetalent, was es nie geschafft hat. Der ewige Halbgute. Der irgendwie, es hat nie gefunkt. Oh. Glück gehabt. Kagawa verspringt der Ball. Und Man City Keeper Hart bedankt sich. Ich glaube zumindest er ist im Tor heute, ich weiß es nicht. Navas. Ja, gut. Kriegt den Vorteil. Oh, abseits. War's knapp? Oh. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, leider. Wahrscheinlich schon. Alles klar, kein Problem. Ist alles noch gut. Hart steht hinten bisher sicher. Jetzt sieht die weiterhin am Steuer. Na was? Feliani. Ach, der ist hier. War der nicht sonst immer bei Everton? Feliani? Ich verbinde Feliani irgendwie mit Everton. Ohne Garantie, aber ich glaube schon. Rooney. Jesus Navas, gut. Ist gut. Ja, das war jetzt ein... Oh, obwohl, Doumbia. Doumbia. Ja, da wird er von 2 umklammert. Hat er keine Chance mehr, was zu machen, leider. Trotzdem sehr, sehr gute Aktion. Na, war's jetzt. Also, die sind on fire. Die wollen es wissen. Aufs Tor. Flanke hat sich so gefährlich reingedreht wie im Community Shield. Damals war es 0-1 durch Richards. Heute, naja. War es ein Versuch, immerhin. Touré. Zu direkt. Also, gegen solche Spitzenmannschaften sollte man es wirklich nicht zu direkt versuchen. Das funktioniert einfach nicht. Obwohl, Doumbia. Doumbia! Turn up the volume. Ein Zuckerpässchen. In den Winkel. Da schaust du als Keeper hinterher und sagst Dankeschön für den Gegentreffer. Zahlen und Lächeln. Wie es beim Kartenspiel so schön heißt. Zahlen und Lächeln. Und direkten Fehler hinterher. Versuch 2. Doumbia. Was ist denn los mit dem? Doumbia! Das wäre zu viel gewesen. Deutlich zu viel. Loni. Boah, also wenn der einen Doppelpack gegen Manu, der Transferwert wird zu 50 Millionen oder so. Aber vielleicht liegt es auch an der Teamchemie. Vielleicht ist er eigentlich so Mittelmaß, also gut, aber so, nicht so Weltklasse. Aber wenn die Teamchemie stimmt, dann stimmt es halt einfach. Das kann schon sein. Ich kenne seine Gesamtwerte nicht. Ich kann das leider nicht einschätzen, sorry. David Silva. Da habe ich zwar nicht hingespielt, aber egal, Loni. Loni! Da hat jemand Loni den Ball weggeschnappt. Nicht nett, Junge.
Na was? Also Menu ist unter Dauerfeuer. Wahnsinn. Gut, jetzt mal ein bisschen Entlastung durch die schlechte Flanke. Mascherano. Lasket gegen Juan Mata. Lasket macht das. Und die verliert mal einen Ball. Also Menu, die wissen jetzt natürlich, wenn es 2-0 hier fällt, dann... Ich meine, sie sind nicht abgeschrieben, aber die Chancen sinken erheblich. Dumbia schon wieder. Aber diesmal ist Büttner da. Diesmal hat Büttner sehr gut aufgepasst. Ohne ihn wäre es nochmal mega gefährlich geworden. So nur semi-gefährlich. Komisch, semi-gefährlich, was ist das denn? Es fühlte sich wieder das richtige Wort an zu benutzen jetzt. Und dieses Wort einfach nur benutzt. Moni. David Silva. Es geht schon wieder los. In der Mitte wartet Dumbia, aber da muss er auch rankommen. Den Ball, das tut er! Und zum ersten Mal wird eine flache Flanke tatsächlich gefährlich. Freunde, ihr habt doch alle den Arsch offen. Doch alle den Arsch offen. Jetzt ist noch was. Dumbia startet. Er startet nicht ganz. Ist trotzdem da. Dumbia. Der Typ, der ist heute wahnsinnig präsent. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hatte einen kleinen Fehler im Mittelfeld, dass er mal den Ball verloren hat. Ansonsten zum Zungeschnalzen dieser Junge. Der weiß einfach, wo er stehen muss. Gut. Okay. Kann nicht jedes Ding eine schöne Flanke werden. Der weiß einfach, wo er stehen muss. Und das macht Spaß, ihm zuzuschauen. Macht es wirklich. Macht nicht so viel Spaß, Loni zuzuschauen, wenn er sowas macht. Fernandinho. Fernandinho, Gedecke. Vielleicht ist er wieder da, der Dumbia. Vielleicht steht er jetzt richtig. Ich glaube nicht. Oder doch? Oder doch! Nee, Touré war's. Touré. Loni liegt verletzt am Boden. Das ist sehr, sehr schlecht. Bitte lassen Sie ihn nicht erwischt haben. Oh, schau mal an. Loni, er sieht verletzt aus. Humpelt ein bisschen. Können wir es? Ja, oh ja. Oh, da ist was passiert. Vielleicht muss er raus. Wir werden das sehen. Zum Wechsel. Zum Halbzeitwechsel. Oder vielleicht kann er weitermachen. Okay. Loni scheint weitermachen zu können. Kleine Blessur ist ausgestanden. Warum Jesus Navas jetzt gehen muss und Milner kommt, das weiß ich persönlich nicht. Also Navas hat für mich jetzt nicht schlecht gespielt. Aber hey, der Trainer weiß, was er tut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich werde ihn da auch nicht hinterfragen. Silva. Kaliani, sehr gute Arbeit hier. Einfach mal im Weg stehen. Mit seiner Statur und seiner Frisur ist es, glaube ich, auch kein Problem. Kolarov. Man muss aber sagen, nach der Ecke Loni einfach super Blick für seinen Mitspieler. Also nach der Ecke im Strafraum nochmal abzulegen per Kopf auf jemand anders, ist für mich persönlich hohe Kunst. Finde ich. Kann andere Meinung sein, aber ich persönlich sehe sowas sehr, sehr gerne passieren. Zeugt einfach von Übersicht auch in Stresssituationen. Es ist sehr gute Qualität, Loni. Oh, das wäre es gewesen. Dumbia war besser gestanden, allerdings war ein Gegner noch besser gestanden. So gut, dass er den Ball bekommt. Touré. Wayne Rooney ist heute überhaupt nicht präsent. Feliani vielleicht mal. Kein Abseits. Oh, doch, Abseits. Doch, Abseits. Ich hätte es vermutet, aber na, wenn der Schiri nicht pfeift, ist es das nicht. Rooney. Oh, das war jetzt ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Normalerweise muss man bei kurzen Freistößen nicht ziehen. Drückst einfach A und dann wird zum nächsten besten Spieler gepasst. Aber scheinbar geht das nicht im... Oh, was war das denn jetzt? Aber so geht's ja nicht. Oh nein. Rooney. Fernandinho ist zum Glück da. Und läuft Rooney in ganz eiskalter Manier ab. Dumbia, wenn wir schon bei eiskalt sind, eiskalt attackiert. Ohne Erfolg. Kagawa kommt da nicht ran. Und scheinbar ist man mit Feljanis Performance nicht einverstanden. Was ich durchaus nachvollziehen kann, so ein bisschen. Er war halt einmal gut im Weg gestanden und das war es dann auch irgendwie. Silva. Ich wollte direkt auf Kolarov. Was ist so schwer daran, direkt auf außen einen scheiß Pass zu spielen? Scheiß Stellpass, was soll denn das? Vorteil läuft. Vorteil läuft immer noch. Und Rooney ist im Abseits, okay. Ich glaube, er hat auch wirklich erst Vorteil und dann
Dann erst, aber naja. Komm her. Dumbia geht, Jovetic. Natürlich auch ein Weltklasse-Mann. Wird eingewechselt. Und Loni. Und das Fernandinho. Das Fernandinho. Oh, so ein Drehball wieder. Ich liebe diese Bälle. Fucking love these balls. Könnte ich auch gern zitieren. I fucking love these balls. Tipo Loni 2015. Ja, vielleicht besser nicht. Loni, und da ist er wieder. Schlitzohre, wie er ist, sofort die Gelegenheit erkannt, Jovetic. Was er da gemacht hat, ist mir persönlich ein sehr großes Rätsel. Ich verstehe zu 0%, was das gerade war. Herr Jovetic, erklären Sie mir das im Interview nachher. Juan Mata. Rätsch sitzt, gut, aber Leta, andere Richtung, Loni. Ja, zieht erstmal an vorbei. Wer kann, der kann, Freunde. Nicht an allen. Zweiter Versuch, Loni. Loni, gut! Keeper, super Parade. Also Loni zieht da Weltklasse rein und den. Also Riesenreflex, Riesenrespekt. Ein Torwart da, wer auch immer das war. De Gea, De Gea. De E, sag ich, also De Gea wahrscheinlich. Wenn es wirklich holländisch ist, De Gea. Was? Ich weiß es nicht. Server. Auch wenn sich das Spiel jetzt sehr entspannt anfühlt und die Fans schon feiern, aber Freunde, das Ding ist hier noch nicht durch, ne? Also, ich glaube, jeder von euch weiß, was hier noch passieren kann. Loni schießt da irgendwen schön an. Loni! Jawohl! Auf geht's, Loni, schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Schalalala. Ich hätte nicht gedacht, dass der... Ich schau mal, das war doch ein ganz klares Handspiel. Also Fehlentscheidung. Mehr Fehlentscheidung kannst du nicht machen. Als Man U würde ich mich total beschissen fühlen gerade. Als Man City sage ich ja von mir aus. Man muss auch mal einen blinden Schiri haben. Das war für all die Handspiele, die ich nie gepfiffen bekommen habe. Das war die Rache dafür. So, Wechsel auf der anderen Seite. Vielleicht direkt doppelt? Nein. Mein Hals geht langsam kaputt von all den Feiern und all dem Jubeln. Oh, das war nicht gut. Milner kann es immerhin retten. Nasri kann es retten. Jovetic kann es nicht retten. Aber jetzt immerhin versucht. At least he fucking tried, I guess. Milner, das war nichts. Young. Das Zweifeld wird es eventuell nochmal spannend, so allerdings nicht. Alle rennen sich gegenseitig über den Haufen. Tolle Taktik, Freunde. GG, ne? GG, fliegt man dazu sagen, in solchen Situationen, glaube ich. Habe ich mal in diesem Internet gehört. Na, okay, das war nichts. Das war zu direkt. Aber vielleicht doch nochmal Touré. Jovetic. Touré. Nee. Eckball. Oh, eine sehr interessante Situation. Also das Auge für den Mitspieler zu haben, sehr, sehr gut. Loni. Yes! Eingenetzt und weg. De Boom, Loni, schalala. Okay, wenn man ehrlich ist, 4-1 ist zu hoch. 4-1 hätte das nicht ausgehen müssen. Es ist 4-1 ausgegangen, also von daher. Passiert, ne? Das hat so ein bisschen was von Deutschland-England WM 2010, Achtelfinale. Das Spiel geht auch noch 4-1 aus wegen einer Fehlentscheidung. Dieses nicht gegebene England-Tor damals war noch ein bisschen gravierender. Hier hätte es ein Man City-Tor nicht geben dürfen, nämlich das 3-1. Aber hey, solche Spiele gehen die Geschichte ein. Und die englische Mannschaft, nämlich die City-Mannschaft, durch einen doppelten Loni am Ende macht das nochmal sicher. Ein Sieg, der, ich weiß nicht, ob er so souverän war, wie das Ergebnis vermuten lässt. Es war auf jeden Fall ein sehr ordentliches Spiel. Das kann man, glaube ich, sagen. Auch wenn es, ja, das eine war halt ein bisschen hergeschenkt, das muss man sagen. Aber egal, vielleicht erkennen die Affen jetzt mal, dass 60% eine unmögliche Torquote ist. Wie wäre es denn damit? Schau mal hier, 29%, alles cool, damit kann ich leben. 60, Alter. Arsch mich noch, Junge. Okay, komm, mit wem sind wir in der Gruppe? Benfica Lissabon, ZSKA Moskau
FC Kopenhagen. Oh, das ist ja wohl eine sehr machbare Gruppe. Sehr gar nichts. Dortmund, Liverpool, Bodo, Celtic, Bayern, Milan. Ordentlich. Lokomotiv Moskau, PSV. Die Kollegen aus Chelsea teilen sich die Gruppe mit Paris Saint-Germain, Valencia und Brügge. Die Kollegen aus Menu mit Rom, Sporting und Athen. Barca, Galatasaray, Moskau, Malmö. Ja, das geht eigentlich. Real Wolfsburg, Marseille, Twente, Bayer. Das sind vier deutsche Mannschaften, ne? Nice. Juve, Atletico, Bayer, Basel. Okay, also man vermisst dann Namen wie Real Madrid. Ne, Moment. Das war Gruppe D. Ne? Ach nee, Quatsch, Madrid ist da. Ja, also dann vermisse ich persönlich keine Namen. Was ich vermisse, ist den morgigen Tag. Das macht keinen Sinn. Ist aber egal. Also Freunde, morgen geht's rund. Champions League, Tag 1. Das erste Champions League-Spiel aus Staffel 2. Ich freue mich drauf.